Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Gas Station Simulator. Ich habe ein kleines bisschen weitergemacht, einfach um ein bisschen Geld zu verdienen. Sprit habe ich jetzt schon bestellt und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich jetzt weitermache genau, weil wir brauchen noch zwei in der Werkstatt. Ich würde sagen, weil die Amelie ist ja wieder ready. Von daher würde ich sagen, dass ich sie mal an die Kasse stelle. Angestellte, sprich Aufgabenliste, bitte an der Kasse bedienen. Und wir gehen einmal aufs Management und machen hier die Reparaturbank wieder auf. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier auf Lieferung und schauen mal, was die Reifen kosten. Okay, $60 ist natürlich schon ein bisschen was anderes als 75, ne? Was für ein Preissturz. Wahnsinn. Okay, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mal 10 Reifen. Wenn das dann tatsächlich nochmal günstiger, machen wir gleich 12. Wenn das tatsächlich nochmal günstiger wird, dass wir dann nochmal zuschlagen. Da die könnten wir zum Beispiel noch mit hinzutun, dass wir irgendwie sagen, okay, vielleicht hier nochmal 10 Stück. Ja, das können wir machen. Ich glaube, das können wir machen. 1340 ist okay. Dann kommt nämlich das. Dann gucken wir gleich nochmal Lieferung. Kraftstoffvorrat. Wir sind noch gut voll. Das heißt, wir brauchen da jetzt nichts bestellen. Dann kümmern wir uns mal um die Tankerei. Und natürlich um die Werkstatt, sobald da jemand drin ist. So. Zwei Fahrzeuge müssen wir noch reparieren, dann können wir endlich unseren Upgrade machen. So, schauen wir mal. Einsteiger, wunderbar. Andere Richtung. Na? $6,90 ist immerhin etwas, ne? Du steigst gerade ein, alles klar. Unsere Lieferung kommt zu langsam, aber wir haben hier nochmal einen Tankkunden. So, LKW ist auf dem Weg. Wunderbar, so soll es sein. Es gibt noch so viel zu tun. Vor allem, es gibt ja die Waschanlage, die habe ich ja auch noch nie gehabt. Ups, fahr mich nicht um. So, ein Karton, wunderbar. Und tschüss. Und? Ist das Tor jetzt zugegangen oder nicht? Nee, ist nicht zugegangen, Frechheit. Jetzt hat. Gut, gut. Jawohl. Rein mit dir, los, zack, zack. Place all. Schauen wir doch mal. Zwei kaputte Reifen sehe ich schon mal. Ne, einen. So, zack. Gut, dass jetzt keiner an der Zapfsäule steht, aber das wird jeden Moment soweit sein, weil da kommt ja laufend einer. So, was haben wir noch? Einen Kratzer an der Tür. Einen kleinen, das geht ja. Keine Ahnung, wie man solche Kratzer. Was noch? Achso, Spiegel. Keine Ahnung, wie man das schafft. So. Ja. Ich bin der Hammer, super. Super Hammer bin ich. So, da haben wir noch so ein Ding. Wunderbar. Dann einmal bitte zum Kraftstoff. Wunderbar, so läuft's. So, jetzt brauchen wir nur noch einen in der Werkstatt. Ich habe nur ganz vergessen, dass ich ja was von dem Zeug da auch noch gekauft habe. Halt, warte mal. Hier rein. Wunderbar.
Kommen wir da unten bitte hin? Okay. Na, da bin ich gespannt, wenn ich da ran muss. Naja, gut. Ist hier eigentlich sonst noch irgendwo Müll, den ich wegräumen muss? Hier, ne? Da auch noch? Wunderbar. Weil ich meine, das Ding müssen wir ja auch leer machen. So, der letzte. Da sehe ich aber jetzt auf jeden Fall zwei Reifen, oder? Ja. Erst einmal den. Und dann haben wir das nämlich geschafft und dann müssten wir sogar ein Level-Up haben, generell an der Tanke. Und eine Kasse interessiert mich nicht. Ah, Kraftstoff, der ist gerade hingefahren. Dann können wir auf jeden Fall das fertig machen, gar. Sorry. Schauen wir mal, ob ich da hinten hinkomme. Ach so, dann nimmt er sowieso irgendwo weg. Okay. Ist also egal. Wo. So. Und tschüss. So. Der ist gerade ausgestiegen. Dann machen wir den zuerst. You're amazing. So, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas abgreifen können. Oh. Nice. $13. Ist immerhin etwas. Den da kann man... Ach doch, den kann man knacken. Okay. Dann lassen wir das mal. Hallo. $8. Wunderbar. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas sauber machen müssen. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, das Level abzumachen. Und das werden wir dann auch gleich tun. Boah. Ist das wahr? Die Wurst hier. Meine Güte. Schaut's denn hier aus? Den können wir leer machen. Den können wir auch leer machen. Auch nicht schlecht. Die kicken die Beutel dann durch die Gegend. So. Einmal, zweimal tanken. Werkstatt ist auch schon wieder jemand. So, das heißt einmal hinterrennen. Und wenn wir den jetzt erledigt haben, dann werden wir mal die Tankstelle erweitern. Also sprich auf die nächste Stufe aufheben. In der Hoffnung dann auch, dass ich vielleicht das Lager ein bisschen größer machen kann. War das jetzt nur der Reifen? Nein. Tür haben wir noch. Zack. Hallo? Gut, wunderbar. So. Und tschüss, gute Fahrt. Was die Leute denn alles wegschmeißen, ne? Wahnsinn. Okay. Gehen wir mal ran.
Genau, Tankstelle. Einmal ausbauen bitte. $1,000, wir haben 3.200, wunderbar. So, Tankstelle Level 4. Waschanlage, zusätzliche Zapfsäule, Toiletten, Parkplätze, ach cool. Yes. Und Amelie steht mir jetzt natürlich voll im Weg für ein schönes Bild. Oh, Kunde an Kraftstoff. Ich bin mal gespannt, ob die Tankmenge auch irgendwann steigen wird. So, Emily. Bezahlen. Leg eine Pause ein. Ich habe nämlich auch Schiss, dass der... Moment, Management, einmal zumachen bitte. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass... ja, ihr wisst schon, dass zu viel los ist und vor allem, dass der Bus dann kommt. Also wir haben jetzt halt hier noch diesen Abschnitt mit dabei. Oder besser gesagt, den hatten wir ja vorher schon dabei. 36, dann können wir die mal placen. Da können wir welche placen. Wir bräuchten einen zweiten Aufsteller für Zeitungen. Man kriegt so viele Zeitungen. Oh oh, meine Feinde. Bin nämlich jetzt so hoch, ne, bei 48 jetzt. Hallöchen. Oh, nur Zigaretten. Nur Zigaretten ist in Ordnung. Die tun mir nicht weh. Also zumindest bis jetzt noch nicht. So, mal schauen, ob ich die 50 noch erreiche. Kunde am Kraftstoff, jawohl, ich komme. Der Kopf muss halt warten, ne? $4,82 und Trinkgeld. Okay. Der ist ja auch schon wieder voll. Das passiert aber eigentlich nur bei dem vorderen Müll hier, ne? So. Gut, 9 Artikel. Okay, die Herausforderung jetzt hat, werde ich die 50 schaffen oder nicht? Solange du jetzt keine Limo mit hier am Band hast. Noch schaut's gut aus. Yes, ich habe die 50. Cool. So, Kunde an Kasse, neue E-Mail. 3 Artikel. Ob ich irgendwann die 100 erreiche, ich weiß es nicht. Werden wir sehen, ne? Das Ziel habe ich auf jeden Fall. So. Der Verkehr läuft. Keine Karambolage. Autos kommen rein. So soll es sein. So. Was geht denn hier? Dieses Rumgehupe. So, gucken wir mal ganz kurz wegen der Mail. Was haben wir da? Sandstürme. Okay, naja gut, Sandstürme habe ich ja deaktiviert, weil mich das genervt hat. Ein Artikel, dann das ist doch wunderschön. Und Nummer 52. So. Zweimal an die Tanke. Wunderbar. Emily ist auch schon wieder erholt. Von daher könnte ich jetzt... Entschuldigung. Ach ja, stimmt. Wohnwagen wollte ich ausbauen. Den kaufen wir. Yes. Schön. Und wir können sogar noch einen dritten kaufen. Hui. Yes. Raising the stakes. Was auch immer das heißt.
Angestellte, jetzt. Einstellen, ne, muss ich mal gucken. Oh, der hat alles voll mit 3. Tanken. Okay, schauen wir uns gleich nochmal an. hallo. Die Kollegin kommt sofort. ich könnte aber die Werkstatt dann aufmachen, wenn ich jetzt mich schon hier drück vor der Kassiererei, ne? Management, Reparatur Bank. So, und dann schauen wir doch einmal, ob wir die Toilette gleich ausbauen können. Einrichtung, sonstige. So, nein, den noch nicht. Der noch nicht. Oh, Kunde am Kraftstoff. Schauen wir mal hier. Toilette können wir auf jeden Fall machen. Jawohl. Ja gut, ich habe vermutet, dass die zwei sind und später erst die zwei, aber gut, es waren die zwei. Zapfsäule, eine dritte Zapfsäule. Könnte man natürlich machen, ne? Könnte man machen, aber warte mal. Wir gehen jetzt erst einmal nochmal raus, weil wir haben jetzt hier zwei Kunden schon zum Tanken. Wenn ich die dritte aufmache, dann geht's halt hier richtig zu, ne? Awesome. Aber kann man gut bewältigen. Denke ich mal. Ich glaube nur... Nicht drüber fliegen. Mensch, heb halt deine Füße. So, Besen. Da muss man schon einiges machen, aber definitiv immer noch besser wie vorher. So. Machen wir die dritte Zapfsäule, komm. Machen wir die auch noch. Einrichtung, sonstige. Oder was haben wir noch? Achso, Bushaltestelle. Okay, das Telefon schellt, höre ich gerade. Kraftstoffsäule werden wir machen. Yes. Und damit haben wir wesentlich mehr an Kunden bei den Zapfsäulen. Das ist doch schon mal cool. So, Servusler. Ein Reifen sehe ich jetzt. Ups. So, ich muss nur echt aufpassen, wenn ich Kunden habe an der Zapfsäule, dass ich da dementsprechend schnell nach vorne husche. So, ja. Ach, das war schon. Okay. Na, das war ja leicht. So. Ja, ohne Angestellte, da bist du, glaube ich, aufgeschmissen, ne? Ich meine, jetzt halt anfangs kann man das noch ganz gut handeln, aber... Oh, der Sprit. Ich mache die nächste Tanksäule frei und ich habe keinen Sprit. Lieferung, Kraftstoff. So, weil ich denke mal, für die nächsten 2-3 Autos habe ich noch. Aber das war es dann auch schon. So. Wir gucken mal ganz kurz, was Reifen gerade kosten. Noch 60. Uff. Ja gut, komm, warte mal. Es schaut ja noch gut aus, ne? Okay, bestellen wir nochmal 10 Reifen, komm. Obwohl, ich habe 10, ne? Ich warte lieber nochmal. So. Einmal zum Kobby. Der Tanklaster kommt. Ich glaube, dich kann ich noch tanken. 21 Liter habe ich noch. Dann einmal schnell rüber. Oh Gott, jetzt geht das Gehupe wieder los. Der macht doch schon so schnell er kann. Mensch, hör auf. Und in der Werkstatt habe ich auch noch einen. Komm. Gut.
Sprit läuft. Auto wird hochkatapultiert. Wir schnappen uns ein Rifeline. Dann machen wir nämlich erst einmal einen Reifen. Dann stürme ich vor und mache den einen Kraftstoff. Oder? Was ist hier noch? Die Tür hat einen Kratzer und da haben wir noch einen Reifen. Na komm, dann muss der eben warten jetzt. Am Kraftstoff. Ich meine, so schnell hauen sie ja nicht ab. Ich habe gedacht, dass die wesentlich schneller weg sind. So, und was war es noch? Ein Kratzer. Vor allem, der ist ja eh noch am Füllen, ne? Na komm, jetzt. Na also. Ich denke mal, dass die Dame zuerst war. Oh, der war noch nicht fertig. Upsi. Hallo, wie lang braucht denn der? Habe ich da irgendwas, wie, was das nicht richtig gemacht, oder? Oh, verdammt, ich habe den nicht richtig erwischt. Oh je. Ah, jetzt, okay. Deswegen haben wir schon gedacht, was ist denn los? Warum tut sich denn da nichts? Genauigkeitspunkte war ich halt auch schon so hoch, ne? Da staut sich wieder alles, oh meine Güte. Ja, ein Kraftstoffkunde in Kasse. Okay, wir können mal reingucken wegen Angestellten. Sorry, wegen dem Gehüppel. Ihn habe ich jetzt halt eingestellt, weil... Der könnte, der Chuan, eine Stunde hat er nur, ausruhen, sprich, Aufgabenliste, was hat denn der nochmal, Statistik anzeigen, ja, tanken. Tanken. So. Haben wir wieder einen Punkt weniger, ne? Aber ich glaube, ich kann dann gar nichts machen, oder? Doch. Thanks. Und das Telefon schellt. Der Onkel muss eine Geduld haben. Good job. So. Mein Mitarbeiter kommt aber jetzt halt auch schon. Das heißt, ich brauche jetzt da schon mal nichts mehr machen. Getränke gehen langsam leer. Da habe ich schon gar nichts mehr. Zeitungen kann ich auffüllen. Wo habe ich am meisten? 30, 31. Okay, das war's. Ah, Amelie, du wirst eh gleich... So, wir schauen noch mal rein. Lager? Ja, danke. Lager ausbauen. Mach mal. Inventarkapazität und Treibstoff 150 mehr. Das ist cool. Das ist cool, ja. Gut. Warenhaus Level 3. Und dann gehen wir gleich noch mal hier rein. Lieferung, Kraftstoff. Jawohl. Bestellung. Und dann kommt nämlich der jetzt dann auch gleich wieder. Na, du bist auch ein gemütlicher, hä? Aber du bist gut im Kassieren. So. Bezahlung. $100 haben wir wieder. Aufgabe. Leg eine Pause ein. Ich habe immer noch den Verdacht, dass der Bus bald kommt. So. Werkstatt ist ein Kunde. Oh je. Oh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
Zwei Reifen, die Türen, Spiegel, also haben wir hier alles zu machen. Noch ist auch kein Kunde an der Kasse. Aber gut, die an der Kasse, die sind ja wirklich geduldig, ne? Das ist nicht so wie bei mir am Supermarkt, wo die Leute dann schon das Schnaufen anfangen, bloß weil sie mal 2 Minuten stehen. Das ist so abartig manchmal. Da, 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 lasst mich das flicken. Ups. So, dann der nächste Reifen. So, ach, ich könnte schon fast bei den Autorennen da mitmachen in der Werkstatt, so schnell wie ich bin. Spiegel. So. Einmal weggeklopft. Ja, danke schön. Darfst gerne wiederkommen. Da liegen die Spritzen rum am Boden. Oh, er ist da. Gut. Lass mich nur mal ganz kurz beim Management die Ding zumachen. Ihr müsst noch warten, bitte. Danke. Sonst geht das Gehupe nämlich eh wieder los. Läuft, ne? Ja. So. Wunderbar. 52. Zwei Artikel. Gucken wir mal, ob ich es jetzt zunichte mache. Oder ob es passt. So. Wie ist denn er drauf? Der Tuan? Ja, das passt noch. Das passt noch. Zwei Artikel. Wunderbar. Na naja, gut, wenn ich nichts da habe, ne? Was will man denn genau kaufen dann? Na, 90 Cent Trinkgeld ist nice. Nimm den Anruf entgegen, Hinweis, beeile dich, etwas Dunkles ist am Horizont. Aha. War das nicht irgendwo, dass ich Autos auch knacken soll? Um irgendwie was Bestimmtes zu finden? Ich weiß jetzt nicht. Ein Artikel noch. Wunderbar, sind wir bei 55. Das ist doch schon mal nice. So, wir schauen dann auch gleich noch wegen dem dritten Angestellten, weil das ist natürlich schon... Hallo? Der Müll ist weg. Keine Ahnung. Der ist im Boden versunken, der Müll. Liegt noch was rum? Ja, sorry, du bist ein Cop, du musst warten. Drei Artikel. Eine Dose Bier und ein Alkopop. Was ist denn los, hä? Was ist denn das für eine Einstellung? So, also Zeitungen brauchen wir eh nicht bestellen. Aber wir können Getränke bestellen, auf jeden Fall. Vor allem die Dosen, weil ich habe noch ganz viel von diesen hellen Flaschen. Und knapper Zeugs. So, also das da auf keinen Fall. Aber die Tropical und vor allem die Dosen 50, 5, ja. Kann ich auf jeden Fall bestellen. Und was habe ich gesagt? Knapperei, ne? Snacks habe ich ja gar nichts mehr. Da wird jetzt einmal alles bestellt. So. Bei dir passt's. 5 Artikel. Mach mir nicht fertig bitte jetzt. Das ist schon, wenn du so hoch bist, dann ist der Schiss da, dass irgendwas runterfällt. Er ist noch gut am Tanken. Wie bist denn du drauf? Ja, das passt noch. So. Du bist heute mein letzter Kunde. Und du hast 14 Artikel. Du darfst gerne... Zeitungen kaufen, Zigaretten, Alkohol. Wunderbar. So. Nicht richtig erwischt, jetzt hätte ich fast den Fehler gemacht. Alles klar. Gut, Leute, das soll es heute wieder gewesen sein.
Ich hoffe sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.